Das auch noch. Jetzt versuchen wir das so. So ist besser? Immer. Also, hier ist die Lippewelle. Guten Tag auf 105. Wir feiern Geburtstag. Obwohl, es kommt total in Vergessenheit, wenn ich hier auf die Menschenmenge auf dem Chattanooga-Platz gucke. Alles ist hier für Kelly Family. Und aber nicht vergessen, das Radio hat uns hier gebracht. Ja, das Radio hat die Taxe bezahlt vom Bahnhof bis nach hierhin. Okay, die Ohren tun weh. Hier vorne die Mädels, alle ganz wild. Paddy ist neben mir. Er ist ja nun der absolute... Oder, da kann man neidisch werden da hinten, ne? Wird man allmählich neidisch? Gibt er denn an damit, euer Bruder? Nee, ne? Dass er hier der große Star ist. Paddy, jetzt wollen die natürlich auch alle ein bisschen von dir wissen. Einmal, bist du schon verlobt? Und wie? Und wie? Es Punkt 1. Kelly Family, das ist ja ein riesen Familienunternehmen, was durch die Lande zieht und fantastische Musik macht. Das haben wir heute hier schon festgestellt. Und wir fragen uns natürlich immer wieder, die Familie, was macht die eigentlich, wenn die nicht singen? Das heißt also, ihr seid morgen in Carmen. Carmen? Das ist der... Wie viel Uhr seid ihr morgen? Weißt du das? Bitte? Wie viel Uhr? Oh, weiß ich nicht. Weißt du, Donner, hier, wie viel Uhr morgen? Paddy, was macht ihr denn danach? Danach gehen wir wieder nach Hause. Wir nehmen gerade eine neue Platte auf. Und die kommt im September raus. Und was machen wir dann? Ja, Spiel, Fußball. Was weiß ich denn? Schlafen, ja, unser Hobby. Das zweite Hobby, was er hat, hat er uns eben auch verraten, ist Fernsehen gucken, weil zu Hause gibt es keinen Fernsehen, ne? Ja, wir haben Fernsehen, aber wir dürfen nicht gucken. Aber wenn wir im Hotel sind, dann heimlich ab und zu. Und dann so die Lieblingssendung ist dann? Ja, MTV, wenn die uns spielen. Ey, gibt's da irgendwas, was du Paddy immer schon mal fragen wolltest? Hä? Gibt's da was? Hä? Ja, was ist? Was wolltest du Paddy immer schon mal fragen? Wann er das nächste Mal wiederkommt. Paddy, wann kommst du denn wieder? Wann kommt ihr wieder? Um 18 Uhr bin ich wieder da. Ja. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, sage ich jetzt auch noch dazu, dass Paddy noch was Wunderbares mitteilen kann. Es ist knallewarm. Sie sind alle hier. Sie stehen auch ganz da hinten, sieht uns einer, ja, sie stehen auch ganz da hinten, meine Damen und Herren, am Kinderkarussell noch rum. Damit sie alle mal nach vorne kommen, haben wir uns kurzfristig zu was entschlossen. Ja, um 20 Uhr geht's los, wir machen ein Zusatzkonzert, weil so viele Menschen gekommen sind und nicht alle sehen können. Aber um 20 Uhr können die da hinten alle schön nach vorne kommen, okay? Also, im Moment noch... Na, circa 20 Minuten, die Kelly Family live hier, dann um 18 Uhr, eine komplette Stunde, ohne große Pausen, ohne alles, und dann Zusatzkonzert heute Abend hier auf dem Chattanooga Platz, nochmal um 20 Uhr, die Kelly Family. Und nun habt ihr sie auch für euch. We'll be right back.
Und jetzt kommt. Und sagt uns, dass wir zu dem Highlight des Abends kommen. Es ist 18 Uhr und 5 Minuten. Und hier stehen vielleicht 3.000, 4.000 Leute, die warten auf ein paar Sänger, ne? Glaube ich. Ich will auch gar nicht lange vorab reden. Ich sage nur eins. Meine Damen und Herren, Radio Lippe Welleham presents for the third time. Live und in Farbe, one hour lang, eine ganze Stunde lang, mit Live-Interviews der gesamten Kelly-Family. The Kelly-Family! We will drown you in.
hurts to dance. This is so afraid of waking. That never takes a chance. Oh,
Ey, muss er. Ja, nur mal, alle der Reihe nach. Das sind so viele, die Kelly Family. Also, nochmal, wir sind hier zum Lippewelle Geburtstag. Ich muss das den 120.000 Leuten an dem Radius nochmal kurz erklären, wo wir sind. Und hier sind ungefähr im Augenblick 6.000. Hallo. Jetzt ist das ja ein Phänomen. Ich habe eben immer gedacht, wir könnten auch mal mit den Mädels reden. Ich würde das ja ganz gerne machen. Aber ich muss erstmal wegen dem fürchterlichen. Warte, der hört ja nichts. Fertig, komm her. Jetzt aus hier vorne. Das ist ja wie in den Zeiten der Beatles. Du kennst die Beatles nicht mehr, ne? Ja, doch. Die Beatles kennst du noch, okay. Auf jeden Fall die Mädchen wahnsinnig verrückt. Paddy, ich muss dich eins fragen, das muss ich allerdings auch noch Jimmy und Joey fragen, das tut mir auch leid. Ich muss mit Paddy anfangen und Paddy, ich soll dich jetzt aus tiefstem Herzen von unglaublich vielen Mädchen hier vorne fragen, ob du schon eine Freundin hast. Zu viele. Schön. Nein. Hat er oder hat er nicht? Ich bin sie die Freundin. Ach, du bist die Freundin. Ah. Pass mal auf, das machen wir, wenn wir ganz unter uns sind. Der kann jetzt nicht die Wahrheit sagen, seine Schwestern sind dabei. Okay, kommt ihr beiden auch nochmal eben her? Einmal, ganz gut. Okay. Okay, ich muss euch auch fragen, es tut mir leid, hast du eine Freundin? Ja, sicher. Oh, die ersten Selbstmorde hier in der zweiten Reihe hier vorne. Hast du ein bisschen... Hier sind sie. Okay, mit dieser Hose, mit diesem Outfit, da muss man einfach fragen, du musst eine Freundin haben. Ich habe leider keine. Okay, und wann willst du dich ungefähr festlegen? War das in 5 oder 6 Jahren? Was hattest du gesagt? Ich wollte letztes Jahr, aber es hat nicht geklappt. Gut. Ist das zu den Freundinnen jetzt okay? Oder wollt ihr noch von einem was wissen? Nein. Gut, dann fragen wir mal was ganz Besonderes. Die Sachen. Paddy, ich gehe davon aus, ich habe eben gesagt, die waren vorne an dem Lippewelle stand. Sie wollen einfach alles von dir wissen. Die Frage ist, was isst du am liebsten? Erbsensuppe. Ja, nichts mit den Spaghettis. Richtig schöne Erbsensuppe, das ist gut, ne? Gibt's das denn bei euch zu Hause regelmäßig, oder was? Ja, unsere Schwester, die Mollige, die ist unsere Köchin. Nein, nicht böse gemeint. Und jeden Abend gibt's was Neues. Auch wenn es nochmal Spaghetti ist, ist immer anders, weil sie hat den Tasty Touch dafür. Hey, komm mal her. Du bist echte Köchin? Ja. Und hast du ein Rezept, ein typisches Rezept für euch? Spaghetti. Und die Nudeln alle gut durch. Jetzt pass mal auf, jetzt kommen du noch mal eben kurz zu mir, das wäre auch noch ganz lieb. Eure Songs, jetzt kommen wir mal zu was. Ernsthaft, wir müssen ja auch eine Message mit rübernehmen. Wir können ja nicht einfach nur hören, was er am liebsten isst. Ne? Ich frage nachher auch noch, wo man die Klamotten herkriegt. Das ist natürlich auch noch. Ja. Ein bisschen Stück vor, bitte. Wäre ganz lieb, mal zu erfahren, in euren Songs, die werden ja alle mitgesungen, die werden mitgerufen, die werden mitgesungen, also ganz toll, alles macht mit, alles klatscht. Was bringt ihr da eigentlich für eine Message rüber? Nur heile Welt oder auch ein bisschen Kritik? Nein, ich denke, dass wir versuchen immer, wieder machen, die, was wir so erleben im Leben, Schönes und auch Trauriges. Ne? Aber das dann locker und... Wenn ich jetzt böse Frage frage, wann warst du das letzte Mal beim Friseur? Nie im Leben. Nie im Leben? Bin ich mal auf. Wow. Und jetzt musst du uns so sagen, wo du dieses Wahnsinnshemd her hast. Hab meine Schwester auf Flohmarkt gekauft. Auf Flohmarkt? Hey, welche Schwester kauft dir die Sachen? Oh, guter Geschmack. Möchtest du nur Trommel oder du kannst auch da was sagen, ne? Ja, ist egal. Gut. Bist du denn, die wievielt Älteste bist du denn? Bitte? Die wievielt Älteste bist du denn? Ich bin die 9. Kind.
Du bist das Neunte. Ich bin 12, ich bin die Neunte. Ah, so drei unter dir, das ist ganz schön, ne? Hey, das stimmt nicht, hat sich vertan. Lass uns doch mal nachrechnen. Sie ist das Achte? Ja, irgendeiner muss das ja auch noch im Griff haben hier, das Achte. Ah, Mädchen, das ist ja mal lang. Das ist natürlich ein echt toller Hut. Affengeil. Das darf ich, das war früher einfach Bierkopf, okay? Ich kann er hören. Ich hasse Arne. Habte Arne. So, dann soll ich noch fragen, wann ihr in Düsseldorf seid. Samstag und Sonntag. Wer weiß das? Samstag und Sonntag in Düsseldorf. Was haben wir? Penny, komm her, kannst sagen, was du möchtest. Ja, Samstag und Sonntag sind wir in Düsseldorf. Die, die kein Auto haben, können ruhig mit uns fahren. Aber ich hoffe, es sind nicht zu viele. Nur Mädels, auf keinen Fall. Okay, ich glaube, das reicht. Ne? Wo musst du denn noch herkommen? Da muss ich nochmal nach dem Outfit fragen. Die Sachen, die Jungs haben und die Lederhosen, sind die selbst geschossen? Gekauft in zweiter Hand. Zum Flohmarkt und so weiter. Aber auch selber gemacht, die Blusen und sowas. Gibt es ein Schnittmuster für in der nächsten für Sie? Oder? Ich will da in einem Programm vielleicht noch verkaufen. Also ich sehe es als Kelly Look, der könnte irgendwann mal ganz groß rauskommen. Ne? Der Kelly-Look, das sind die Sachen, die ihr antragt. Das kommt ganz groß raus, denn jetzt könnt ihr viel Geld mitmachen, Mode mitmachen, das ist auch was Schönes. Und die machen das selber, die mega. Okay. Rest of the concert, sagt man. Noch die nächste halbe Stunde. Eine Frage noch. Möchtest du eine Frage stellen? Okay, stell eine, schnell. Frag. Ja, wann ihr ins Fernsehen kommt. Wann ihr denn ins Fernsehen kommt? Warte schon aufgenommen. MTV, Leute. Hier. Mitte des Sommers? Wo seid ihr? Fernsehgarten oder wo seid ihr? Fernsehgarten, ne? Eine neue Moderatorin? Im Fernsehgarten. Genau. So, und jetzt machen wir weiter. Fertig ab. Wir müssen noch Musik rüberbringen. Bis 7 Uhr und dann nochmal um 20 Uhr Zusatzkonzert. Meine Damen und Herren, live in Hamm auf dem Chattanooga Platz zur zweiten Hälfte ihres Superkonzerts. Kelly Family! I believe we can.
Shout out.